Das Abenteuer geht weiter. Ja, ich sag mal ein herzlich willkommen zurück. Mein Vogel quietscht wieder im Hintergrund. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Ihr kennt das ja. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich Spyro gespielt habe. Schweige, wo die letzte Aufnahme gemacht habe. Ja, weil ziemlich viel halt dazwischen gekommen ist. So wie Left 4 Dead, das kam ja einfach mal so eben mal dazwischen. Und wir sind... Erbsfeld sind wir, genau. Windhafen haben wir. Ende der Burgmauer, okay. Okay, fahren wir fort. Das heißt, wir waren jetzt... Da waren wir noch nicht drin. Das heißt, wir haben hier auch noch keine 100%. Wo sieht man das denn? Ne, 400. Mal sehen. Ja, den habe ich gemacht, ne? Den Metro-Ring, ja. Und ich glaube, das Level haben wir gemacht. Wenn ich mich irre, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Mit C4, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich würde mal sagen, wir fangen mit diesem Level jetzt einfach mal an. Wie gesagt, das ist lange her. Ich weiß nicht mehr, wo ich was gesammelt habe. Und Vogel, sei bitte ruhig. Ankunft in C4. Oh Gott, nein. Okay. Das hat schon mal... An dieses Level habe ich keine gute Erinnerung, ja. Hey Spyro, wir sitzen hier ein wenig in der Klemme. Die Windbauer haben uns in der Zange. Und wir haben auf einen Freiwilligen gewartet, der ihr Munitionslager in die Luft jagt. Das ist wohl dein Job. Ja. So wie es aussieht, ist das mein Job. Aber... Autsch, ich wurde schon getroffen. Das gibt's ja nicht. Ja. Oh Gott. Ach so, die Vögel da oben spucken was runter auf die. Okay. Gut, weiß ich das jetzt auch. Krieg ich die denn nochmal kaputt? Bin gerade überlegen. Boah, ey, ist das mies. Ja, nee. Bin ja gleich tot. Na, komm her. Was machst du denn da? Ey, wollt ihr mich verarschen? So. So, so. No. Ja. Es gibt nämlich nachher so eine böse Aufgabe mit den Schweinen. Man soll nämlich Schweine sammeln. Und die hasse ich wie Sau. Oh, nee, ich bin genau reingesprungen. Das Mistvieh. Wie mies war das denn? So, jetzt darf mich nichts treffen. Oh Gott. Die hat auch so ein Mist-Scheiß im Mund. Spawnen die Raupen wieder? Das wäre ideal. Ja, die spawnen wieder. Hier war eine und da hinten war eine. Okay. So, der muss erledigt, genau. Da haben wir den schon mal los. So, da ist noch einer. Und ich habe da... Wenn ich nochmal hier hochlaufe, habe ich gerade nämlich auch noch einen gesehen. So komisch in der Ecke drin. Genau da. So, machen wir Sparks wieder komplett goldig. So, sind hier auch welche drauf? Ne, da ist keiner. Da ist auch keiner. Ich weiß auch nicht, wie man die Vögel da erwischt. Ah, ich denke mal, ich weiß sie. Ach man, du sollst gleiten. Wie gesagt, ich muss da erstmal ein bisschen wieder reinkommen ins Spiel. Das ist etwas länger her, dass ich es gespielt habe. Okay, genau, damit machen wir das. Flickste Kanone funktioniert einfach nicht. Kannst du den Vogel da wegpusten, Soldat? Spring hier hoch und versuch es. Okay, geh mal her. Thank you.
Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Weiter hoch, weiter hoch. Weiter runter. Hey. Okay, ein ganzes Stück weiter runter. Jetzt haben wir ihn. So, dann können wir nämlich alles hier erstmal rundherum kaputt schießen. Dung, 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 dung. Da ist auch was. Okay, nicht verfehlt. Boah, ich muss ihn ganz leicht draufdrücken und er zieht gleich so richtig weiter. Oh, ich muss den Ballon treffen, oder was? Ist auch noch was? Ah, da ist doch eine Tür, oder? Weiter runter. Noch ein Stück weiter runter. Okay, jetzt glaube ich, haben wir alles hier kaputt gemacht. Also ich könnte da hinten hinzielen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Also die Vögel da hinten, die kriege ich nicht kaputt. Okay. So, erstmal alles einsammeln hier. Nee, 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 nee. So, das waren da. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, ein 25er, wow. Mal sehen, ob wir hier 100% schaffen können. Oder ob ich hier auch wieder eine neue Funktion brauche. Also, geschweige. Ich rate, da unten liegt jetzt auch einer. Ja, dann wusste ich's doch. Okay. Oh, das war knapp. Moment. Genau, so. So, dann sollen wir da rein. Okay, kann ich die zurück... Ne, die kann ich nicht zurückschleudern. Die explodieren sofort, okay. Oh, es gab auch Metallkisten, die konnte man zurückschleudern. Ich weiß nur nicht... Also im ersten Teil war das ja damals so. Okay, man kann sie auch umstoßen. Ups. Lass meine Raupe in Ruhe. Au! Okay, hier haben wir jetzt auch alles. Dann gehen wir hier hoch. Oh, da ist auch wieder so ein Mistvieh. Da ist auch ein Mistvieh. Oh, der ist knapp. Ja. Gut. Nächster Bereich. Das heißt, wir sollen erstmal was kaputt schießen. Okay, machen wir das so. Ja, höchstwahrscheinlich dieses... Boah, ey, man muss echt ganz leicht draufdrücken und er zieht sofort nach... Boah. Mal höher. Treffer. Na, krieg ich den da drinnen wohl erwischt? Na, erstmal zurück. Na, 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 na. Noch ein Stück. Na, no, perfekt. Aha. Oh, mehr kann man hier nicht kaputt machen, ne? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ob ich das wollte, das weiß ich noch nicht. Ja, es ist das mit den Schweinen. Oder was das auch immer für Viecher sein sollen. Das wird uns sicherlich gleich verraten. Derjenige, der die Aufgabe dafür erteilt. Das ist so assi. Also daran werde ich ein bisschen länger ranhängen. Da ist der Hirte. Da muss ich klettern, aber ich will erstmal dahin, wo ich hergekommen bin. Ein Leben. So, da war. Und Sprung. Sind das nur die zwei? Oder ist hier in der Ecke auch noch was? Wo kommt der denn her? Oh, wie assi. Nein! Blöder Vogel, ja. Kurzen Stumm. Zack. Ich kann doch weiterlaufen. So. Der blöde Vogel, wer erwischt mich nochmal? Ach, was mache ich denn, ey?
So, Tastatur. Links, rechts, links, rechts. Funktioniert doch. Oh, nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, total doll draufdrücken muss auf die Tastatur, damit das überhaupt hier funktioniert. So, Leben. So, da komme ich nicht hoch. Wo ist da nicht eine Treppe? Nö. Wie komme ich denn da hoch? Toll, das war's. Mäßig. Danke. Hätte sonst erstmal ein bisschen gedauert, bis ich die gefunden hätte. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Trifft das Ding nicht? Okay. Nur. Und jetzt. Zack. Was? Dumme Sau, oder? Gerade eben ging das die ganze Zeit, das mit dem Umstoßen. Jetzt nicht. Okay. Jetzt sollen wir erstmal überlegen, ob ich die Vögel da treffe. Nein, doch, einen habe ich. Machen wir Dauerfeuer. Vielleicht treffe ich den gleich, wenn er da so rumbiegt. Okay, treffe ich nicht. Ich will den da, weil die nerven mich. Die schießen mich sonst gleich wieder runter. Ja, Treffer, sehr schön. So. Haben wir die Kiste da oben? Man kommt nicht an. Oh, wie mies. Ach, er steht da drin und ihm passiert nichts. Alles klar, okay. Auch nicht schlecht. So, aber bevor wir darüber gehen, erstmal alles einsammeln. Das war's. Ist noch irgendwo einer hingeflogen, wo ich es nicht gesehen habe. Scheint nicht so. Okay. Uhu. Und Mann, man muss hier viel zu viel springen. Wow, was für eine Explosion! Es ist echt gut, dass ich meinen Helm auf hatte. Ach ja, der Oberst wollte, dass ich dir diesen Talisman gebe, wenn du die Verteidigung der Windbauer durchbrichst. Gut gemacht! Ah, C4 Talisman. So, wie gesagt, ihr kennt das ja mit diesen scheiß Soundlags oder was das auch immer ist. Ach, Mann. Ich wünsche mir echt, also, dass ich noch die PlayStation 1 Original hier hätte. Könnte ich sicherlich auch kaufen bei eBay. Aber egal jetzt. So, mal gucken wir. Die Aufgabe. Mein Name ist Klein Bo Peep und meine Kulex sind weg. Bei diesen ganzen Kämpfen hier laufen sie immer davon. Kannst du mir helfen, sie wieder in meinen Stall zu bringen? Oh ja. 5 Kulex in den Stall bringen. Schwierigkeitsstufe 3. So, einer war doch hier irgendwo, oder? Da ist einer. Ich weiß noch nicht, wie man das noch genau macht. Genau. Hey. Einer. Total nervig, sage ich euch, Jungs. Das Schöne ist, ich springe aber auch nicht wieder runter. Oh, damit fliegen sie weit. Das ist schön. Nein, hier wir bleiben, Mistvieh, Kulex. Komische Kulex. Nein, was mache ich denn, ey? So, Nummer 2. Nummer 3 ist da. Und jetzt fehlen noch 2 andere. Mal gucken, wo die sich aufhalten.